Part Nummer 49. Ja, da sind wir jetzt angekommen und wir begrüßen, nein, ich begrüße euch recht herzlich zur Partie in der Champions League. Wir spielen Champions League, Jungs und Mädels. Champions League! Okay, wir gehen direkt in die Partie, oder? Was machen wir? Schauen wir mal die Aufstellung erstmal kurz an. Niemand ist gesperrt, weil geht ja nicht, wie denn auch. Aber Breno geht nicht rein. Die sind jetzt nur für die Bundesliga gesperrt, zum Glück. Dann kann ich jetzt die wieder einsetzen. Shaqiri bleibt drin. Ja. In der letzten Partie war Thomas Müller überragend und jetzt hoffen wir, dass wieder die Stürmer überragend sind. Oh Gott, was haben die für... Oh nein, die haben nur die Trikots. Dann ziehen wir halt das schwarze Champions League Trikot an, wie es ja auch normal ist. Und gehen... spielen, ja. Da braucht man nicht großartig rumzureden. Wellington haben die vorne im Sturm, der soll sehr, sehr gut sein. Hat irgendwie 86 oder 88 jetzt mittlerweile schon. Elfmal schnell kurz was. Muss mich kurz stärken, damit ich gleich besser denken kann. Oh, eine Welt. Was auch immer Spartak als Sponsor hat. Wenn irgendjemand von euch das lesen kann, kann er es mir sagen. Weil ich weiß nämlich nicht, was dieses Grund sein soll. Ich kann Keilerlein. Oh Gott. Leider kein Russisch. Keilerlein. Was rede ich denn für ein Kauderwelsch? Saarländisch rede ich, ja, genau. Stimmt, aber das ist kein Kauderwelsch. Oh, zieh dich ran. Oh. Super von Rafinha rausgehauen. Das war haarscharf. Die haben sich wohl vorgenommen, dem großen FC Bayern hier direkt ein Bein zu stellen. Aber das wird nicht so leicht. Hoher Druck. Oh, Müller bekommt niemand. Nein, da haut er wieder raus. Hummels. Oh, ich wollte auch gar nicht ins Auslaufen damit. De Zöf. Hat er nicht vor allem woanders hier in der Nähe gespielt? De Zöf, oder wie machen wir das rausreden? Aussprechen mag. De Zöf. Geiler Name, muss ich ehrlich sagen. Oh oh, nicht durchrennen, nein. Das machst du nicht. Das verbiete ich dir. Schöner Ball auf Alexandre Pato. Geh ab, Junge, geh ab. Nein, den hat der Torwart. Oh, schade. Komm, Lahm, den hast du. Nein, hat er nicht. Man sollte es einfach nicht herausfordern. Das gibt's nicht. Oh, das war wahrscheinlich ein kleines Foul. Aber das wird den Schiedsrichter unbeeindruckt lassen. Oh, das wollte ich doch gar nicht. Ich hätte einfach weitergehen sollen. McGeady-Spin. Den gibt's doch. Welcher war denn das nochmal? McGeady-Spin. Oh, jetzt hat er auch wieder den Ball, das hilft. Das gibt's doch nicht. Ja, was wenden die jetzt hier für Tricks an? Warum sind die so gut? Oder warum wehren die sich so stark? Wahrscheinlich, weil es Champions League ist. Dann ist das automatisch ein bisschen schwerer bestimmt. Stimmt so von EA gewollt. Robben ist jetzt auch im Champions League Stil. Also er spielt jetzt Champions League like. Rennt einfach aufs Tor und schießt einfach und da ist das Ding drin. Das hat er in der Champions League schon öfters gezeigt. Das sind so die Einstellungen extra. Das habe ich jetzt gerade ergründet und das ist die Wahrheit. Und jeder, der mir jetzt glaubt, der sollte besser die Ohren zuhalten, weil ich könnte noch mehr Zeug erzählen, was nicht stimmt, aber was ich gerne hätte. Oh, oh gut so, wieder rausgehauen. Ach, Schweini, was machst du denn?
Sollst du nicht dem Gegner alles vorbereiten? Kannst du mir gerne Essen vorbereiten, aber mir auch nicht. Avanice. Was sind das für Spieler? Ich kenne nur diesen Veliton, aber auch nur vom Namen. Dass der jetzt so gut ist, wusste ich nicht. Rafael Carioca. Aber die gehen ja sowieso alle nur nach Russland, weil da das Geld winkt. Ich würde nie nach Russland gehen. Na gut. Wenn jetzt einer kommt, oh, hier kannst du ein paar Millionen verdienen. Ja, wegen mir. Aber wenn ich doch schon einen guten Verein spiele, dann gehe ich doch nicht nach Russland. Oh, was holst du dir den Ball da? Du kannst mir ruhig mal einen Ball lassen. Ich hätte auch mal gerne ein bisschen Spiel. Warum? Oh. Das gibt's nicht. Rafael Carioca. Karaoke. Rafael Karaoke. Wieder ein neuer Name. Nach Radieschen wie Ranocchia. Ah, ich habe einen neuen Namen. Radieschen für Ranocchia. Was haben wir noch so? Shakiri. Shakiri, oh, das ist ja schon ein Wort für sich. Harakiri oder so. Oh, der kann das nicht. Oh, faul. Faul, ganz klar. Oh, den schießt Schweinsteiger. Oh, was macht Müller da? Der zittert da rum. Und wir... Oh ne, wir lassen ihn. Nein! Oh oh, oh oh, oh oh, der ist durch. Yes. Ranocchia, Radieschen. Robin. Foul, aber eher an mir eigentlich. Weil er hat gezogen wie ein Sau. Eigentlich ist Ziehen doch ein Foul, das müsste gelb geben. Oh nein, der steht in der Mitte, der steht in der Mitte. Lass ihn bloß nicht in die Mitte. Er holt dann auch den Ball. Und nicht dem Gegner geben. Ey, wo war das bitte ein Foul? Das war Ball gespielt. Der war nur zuerst am Ball, mehr nicht. Das hat dir wohl nicht gepasst, Schiedsrichter, dass ich zuerst am Ball war, oder? Ey, Foul. Falsche Richtung, ich wollte, dass der auf Müller geht. Was soll das? Ja, die hauen sich selbst um, das ist auch gut. Schöner Ball, aber ich glaube, den kriegt der Verteidiger. Ja, leider. Oh, aber wir haben ihn noch bekommen. Aber das müsste jetzt Abstoß geben, so wie das ausgesehen hat. Ja, schade. Oh je. Sieht nach einem sehr engen Ergebnis aus. Am Ende gehe ich mal davon aus. Weil jetzt steht schon 0 zu 0. Und das wird wahrscheinlich eher nicht besser. Ah, es gibt noch einmal Einwurf für uns. Jetzt haben wir noch eine Chance, hoffe ich doch. Nein, wenn man so einen Einwurf wirft, dann wohl eher nicht. Stirb! Stirb! Oh, schade. Alexandre Pato. Das wäre ein schönes Tor gewesen. Warum geht der Torwart da nicht ran? Puh. Oh, das schießt doch auch mal. Warte nicht die ganze Zeit ab. Na gut, jetzt ist eh Halbzeit. Dann ist das egal. Reißen wir noch mal ein Stück von der Brezel ab. Immer noch 0 zu 0. Wir könnten schon 1 zu 0 führen. Gut so, Robben, das war schlecht. Oh, was macht denn der für einen Pass? Kann froh sein, wenn ihr den überhaupt noch bekommt.
Toni Kroos, 1-0. Da haben wir es. 49. Minute. Tick, tick. Tick, tick. Schön über die Außen gespielt. Einmal gedreht und das Ding dann unten links verwandelt. Vom Torwart, vom Spieler aus. Ja, was ist? Ah. Oh, das ist die Pato. Oh, schade. Warum kickt ihr mich noch? Flanke in die Mitte. Pato. Oh, schade. Kommt ja auch nicht ran. Och, das war doch nix. Wo war denn das bitte schön faul? Der hat doch Ball gespielt. Schau hin. Hier, Ball gespielt, ganz klar. Oh. Gut so von Neuer. Das gibt's doch nicht. Foul an Müller, hätte ich jetzt mal gesagt. Immerhin hat er den von hinten umgehauen. Müller. Müller. Da ist das Ding drin. Was war denn das? Was hat der Torwart da gemacht? Tschu. Ich kann euch nicht hören. Was hat der bitte schon gemacht, der Torwart? Da, schaut mal zu, der Torwart hat gar nicht reagiert. Hopp, da springt er erst. Hätte schon längst gesprungen haben können. Was da war, haarscharf auch schon wieder. Direkt die nächste Chance. Shaqiri. Hat sich gut durchgesetzt gehabt. Nein. Rafael Carioca. Karaoke. Faul. Wird dann wohl doch kein 0-0, würde ich sagen, ne? Also 0-0 würde ein bisschen anders aussehen auf der Ergebnisanzeige. Oh, Ausnetz. Der Gegner wechselt aus, das machen wir jetzt auch mal. Wen bringen wir denn rein? Oh, Shaqiri muss raus, der ist nicht mehr ganz so fit. Holen wir Sharawi rein und für Kroos kommt er, dann wechseln wir die durch. Dann war es das jetzt erstmal kurz. Dann kommt nachher Piazon noch auf den Platz. Hummels. Ah, da haben wir ja schon El Shaarawy. Der hat doch 5 Sterne, oder? Ja. Schnell ist er auch noch. Schweinsteiger. Müller. 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 Oh, schade. Etwas weit am Tor vorbei. Aber nicht weiter schlimm. 2-0 weiterhin. Wir brauchen uns, glaube ich, keine Gedanken, um den Sieg mehr zu machen. Außer wenn der Gegner jetzt noch etwas aufdreht. Was ich aber nicht vermute. Da sie jetzt schon wieder
ein Gegentor kassieren. Thomas Müller. 72. Minute. Passt. Am Anfang noch gut gespielt, die Gegner, aber jetzt lassen sie extrem nach. Muni ein? Was macht er da? Nein, da macht er das Ding nicht mal rein. Die Gegner machen individuell sehr viele Fehler, muss ich sagen. Und da Munjain so sauschnell war, konnte er den Ball noch bekommen. Oh, das war einfach klasse gespielt, aber leider... Oder Quatsch, klasse gemacht, aber leider war dann am Schluss kein Tor rausgekommen dabei. Ach, das war doch kein Foul. Ja, wir wechseln in der 80. Mal, würde ich sagen. Oh, 76. geht auch. Und jetzt für Alexandre Pato Piazon ins Spiel. Ebenfalls ein Brasilianer. Brasilianer Pato. Piazon. Oh, Mist. El Shaarawy. Jetzt komm Piazon, hol dir das Ding. Schade. Der ist weg. Es gibt einen Wurf für uns. Robben, Piazon. Shaarawy. Ah, Mist, das wollte ich tricksen ein bisschen. Aber das wollte dann nicht ganz funktionieren. Nicht ganz so, wie ich das denn gerne gehabt hätte. Geh hin, Meier. Geh auch hin, gut so. Hat er auf einmal den Ball von einer in die andere Hand geholt. Piazon, nein. El Shaarawy. Robben! Oh, schade. Da macht er schnell mal ein paar Tricks. Und jetzt Robben. Bam. Aber der Torwart hat das Ding noch gut aus dem Ecken geholt. Und dieser El Shaarawy macht mir jetzt schon Spaß. Und Tor. 4:0 Ranocchia. Am Ende dann doch ein sehr deutliches Ergebnis, muss man sagen. Da haben sie hinten sehr offen gestanden jetzt die ganze Zeit. Schöne Eckball von El Shaarawy. Kopfball Ranocchia. 4:0. Sie macht es an dieser Stelle beim Anstoß immer ziemlich eng. Gute von Ranocchia. Jetzt El Shaarawy. Müller zieht vorbei. Ist er jetzt auf dem Weg zum 5:0? Ist er auf dem Weg zum 5:0? Nein, ist er nicht. Am letzten Spieler ist er dann doch nicht mehr vorbeigekommen. Oh, wie macht der das, dass er den Ball noch bekommt? Mats Hummels, super am Ball. Also super den Ball wieder erobert, so rum. Am Ball, super ist er nicht so. Oh, nein. Oh, Glück gehabt. Dass der mit dem falschen Fuß einfach abzieht. Also hätte er mit rechts machen müssen. Müller, geh hin. Nochmal. Schade, wird wohl nichts mehr. Nein, da haben wir jetzt 4:0 gewonnen am Schluss. Schönes Spiel, muss man wirklich sagen. Zweimal Müller, einmal Groß, einmal Ranocchia. Shaarawy hat gut gespielt, muss ich ehrlich sagen. Hier sehen wir noch die anderen Ergebnisse. BSC Young Boys 0:1 gegen PSG. Club Brügge 1, Atletico Madrid 1. Barcelona gegen Benfica 3:1. Kopenhagen Tottenham 0:2. Porto 4:1 gegen Kazan. Galatasaray 2:1 gegen Dortmund. Und Juventus 1:2 gegen Olympique Lyon. Wieder mal war Thomas Müller Spieler des Tages. Gefällt mir gut.
Gut, dann geht's weiter. Schnell ins Menü, schauen wir mal. Ich würde gerne öfter spielen. Ich brauche mehr Spielzeit als in letzter Zeit. Ja, verstehe ich. Gut, weiter geht's. Vertrag akzeptiert. Okay. Scout ist da und arbeitsbereit. Dann bauen wir mal ein Scout-Netzwerk auf. Und zwar suchen wir nach. Nach was suchen wir denn? Gehen wir mal nach Deutschland. Ah, ne, Deutschland sind wir schon. Gehen wir eben nach Spanien. Und suchen einfach mal ein paar Spielmacher. Ja. Wartet, 6 Wochen machen wir. 6 Monate so rum. Okay. Dann machen wir den Polen. Wo lassen wir den dann rumlaufen? Nach einem Dribbelstarken. Weder in Australien noch sonst wo. Südamerika, genau. Und zwar Argentinien. Aber auch 6 Monate. Scouting-Netzwerk aufbauen, genau. Ah, okay. Nee, die kann man alle nicht empfehlen. Lassen wir einfach weiter beobachten. Das ist nämlich keine so gute Mannschaft. Geht's weiter bis zum 16. vor. Baut ein Netzwerk auf. Weiter. So, jetzt spielen wir gegen Köln. Luis Gustavo unglücklich. Na gut, das gibt's auch mal. Spielen, speichern so rum. Gut, dann mache ich jetzt an dieser Stelle Schluss. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alex.